und herzlich willkommen zur Folge Nummer 16 auf der LS19 Ravenport. Weiter geht's auf der Wiese mit dem Einsammeln von dem gemähten Gras. Wir haben auch den Ladewagen jetzt gleich voll. Und da ist er schon voll. Dann bringen wir die erste Ladung mal in unser Lager rein. So, aus irgendeinem Grund. Aha, jetzt passt das von der Kamera. Sehr schön. Ja, und ich habe eben gerade mal nachgeschaut. Die Folge heute ist Heiligabend. Also ich habe gestern irgendwas davon gequatscht, dass die schon Heiligabend wäre. Nein, ich habe mich da ein bisschen vertan. Ich dachte, ich hätte eine Folge, wäre ich noch weiter gewesen. Nein, heute ist Heiligabend. Und ja, somit wünsche ich euch auch erstmal frohe Weihnachten. Auch wenn ich es gestern schon gewünscht habe. Doppelt hält besser. Und wünsche euch auch, ja, erstmal frohe und angenehme Weihnachten und auf, dass ihr auch viele Geschenke bekommt. So, jetzt müssen wir mal eben den Anhänger da wegholen. So, jetzt guck ich, der hat gar keinen Spiegel hier drin, an dem, mit dem wir uns jetzt wieder an den Anhänger ranfahren könnten. Also muss ich gleich wieder Kamera nehmen und umschwenken. Es sei denn, man kriegt das... Ja gut, ging jetzt auch so, das war mehr Glück, glaube ich. Hab mir auch keinen Bock, ehrlich gesagt, dann die Deichsel komplett zu verschieben. So, dann parken wir das Gespann mal hier drin. So. Sehr schön. Und alles ins Lager. Das sind die ersten 53.000 Liter. 500.000 passen, glaube ich, rein. Also wir werden wahrscheinlich sogar noch zu viel geschnittenes Gras haben. Ich denke, wir kriegen hier gar nicht alles rein. Ey, das ist aber schon knapp hier. Und jetzt müssen wir mal beim Runterfahren vom Hof gucken. Ich habe das eben schon gemerkt beim Hinauffahren. Wenn wir später mit so einem Anhänger hier fahren wollen, das wird wohl nichts. Gucken wir mal. Ja, der hebt da ja komplett ab. Die müssen wir auf jeden Fall umändern. Das möchte ich so nicht behalten. Klar, kommen wir da hoch und runter, sieht nicht nur komisch aus, fährt sich auch sehr komisch und ich wette, dass es nicht lange dauern wird, bis der Tag kommt, wo wir uns nochmal komplett dran aufhängen irgendwie. Was ich auf jeden Fall vermeiden will. Also machen wir da eine schöne glatte Auffahrt von oder versuchen vielleicht noch einen dritten Huckel einzubauen, aber so, dass es nicht mehr ganz so steil wird am besten. So, weiter geht's. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich länger dauern als eine Folge hier, wenn wir das alles aufnehmen wollen. Ich glaube, es macht auch wenig Sinn, jetzt hier so zu fahren. Ich kriege eh nicht alles mit, wenn überall Reste liegen bleiben. Ich mag gar nicht rausgucken, wie viele kleine Häufchen da jetzt überall liegen. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Denn das Problem ist, alles was nicht fällt ist, müssen wir auf jeden Fall das aufnehmen, sonst bleibt es ja die ganze Zeit liegen. Und das sieht ein bisschen dämlich aus. Aber wir müssen das hier einmal so fahren, denn... Sonst kriegen wir die Reste hier nicht vernünftig rein. Also es wird auf jeden Fall doch ein bisschen aufwendiger. Das Aufsammeln. Aber gut. Auf dem Feld ist es wiederum nicht ganz so schlimm. Ja, nur auf dem Feld habe ich aber auch nicht gewendet. Blöd.
Ja, weil ich nicht möchte, dass hier überall so Häufchen rumliegen. Das nehmen wir mit. Jetzt wenden wir einmal. Ja gut, okay, hundertprozentig werden wir gar nicht alles mitbekommen. Das wird fast unmöglich werden. Es lässt sich aber auch doch sehr geil rangieren mit dem Lenkrad. Ich hätte das schon vorher nehmen sollen. Ach, verdammt. Ladewagen nicht an. Wenn ich jetzt mal so genauer drüber nachdenke, eigentlich könnte ich auch die Konsole mit weggeben, weil die hat auch schon eine Macke. Knöpfe reagieren nicht mehr so gut. Ist halt alles doch sehr billig gebaut. Was schade ist, weil es kostet schon ein bisschen was. Und wenn das dann nach einem Jahr schon alles nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll, ist das eigentlich schon echt schade. Gibt aber absolut keine Alternative. Also ich werde jetzt auch nicht anfangen, mir hier einen Joystick hinzustellen, mit dem ich dann diese ganzen Kranarbeiten und Frontladerarbeiten mache. Also da finde ich die Konsole schon echt am besten für. Und ich möchte auch weiterhin mit zwei Konsolen spielen. Jetzt hauen sich einige schön die Hand vom Kopf und sagen sich, was? Zwei Konsolen? Aber ja, ich finde es gerade für Arbeiten mit dem Kran, was war mit dem Scorpion King, mit dem, also ne, mit dem, po nicht Scorpion, doch mit dem, ne, mit dem Ponse, alles was wirklich, ja, viele Arme oder bewegliche Teile hat, macht das mega Spaß, mit zwei dieser Joysticks zu arbeiten zu können. Da ist das schon wirklich von Vorteil und dass man halt eigentlich wirklich alles auch tatsächlich, was man hinterher irgendwo belegt, auf diesen ganzen Controllern und so weiter hat, nicht mehr Maus und Tastatur dazu nehmen muss noch extra. Da hat das natürlich auch schon seinen Vorteil. So. Bin mal gespannt, wie viel wir noch schaffen in dieser Folge. Es sind noch einige Bahnen, aber eigentlich geht es ja auch relativ schnell. Wenn ich jetzt tatsächlich erstmal den Fokus drauf lege, die Menge wegzubekommen und Kleinkram vielleicht dann nochmal außerhalb der Aufnahme gleich beende, dass das Feld sauber ist und wir dann ans Pflügen gehen können. Das Feld muss gepflügt werden. Aber das ist nicht so groß, dürfte relativ fix gehen. Ach doch, Pflug haben wir. Ja, den hatte ich gekauft. 5 Meter irgendwas. Gucken wir mal, wie schnell das geht. So, das möchte ich mir jetzt auch nochmal, wenn man hier rauf fährt, von außen anschauen. Wie doll das hier hängt und hakelt. Ja, sowas nämlich möchte ich vollkommen vermeiden. Also da muss ich noch eine schöne Rampe hinbauen. Eine glatte Rampe. Hier abkippen. Jetzt. Sehr geil. Nimmt auf jeden Fall gut Fahrt auf, das Projekt. Einzige, was mich tatsächlich im Moment am meisten noch stört, ist, dass die Felder wieder zeitgleich fertig werden, die ersten beiden. Dass ich da geschlammt habe und
also wegen der Zeiteinstellung von Echtgeschwindigkeit auf fünffache Geschwindigkeit. Aber das kriegen wir beim nächsten Mal hin. Dann werden wir das nochmal genauso machen. Wenn das Mietgerät jetzt hier auch abgegeben ist, sprich der Ladewagen, dann werde ich auch, glaube ich, nicht mehr an der Zeit rumspielen. Dann stelle ich die einmal auf fünffache Geschwindigkeit und spiele darin einfach nicht mehr rum. Dann können uns sowas eigentlich nicht mehr passieren. Ja, aber ich habe noch so viele Tasten hier auf dem Lenkrad. Ich bin am Überlegen. Nur da ist wiederum blöd. Die Einstellung, also Geschwindigkeitseinstellung für den Tempomat, die könnte ich hier ganz bequem mit draufnehmen. Dann habe ich so viele geile Möglichkeiten, wo sich das geil handeln lassen würde. Nur die Tempomat-Aktivierung. Boah, die könnte ich auf das Bremspedal legen. Dann brauche ich da gar keine Hand mehr für. Dann kann ich über das Bremspedal den Tempomat aktivieren. Weil das dritte Pedal ja eh nicht benötigt wird. Ich würde, wenn es irgendwann die Feststellbremse, Handbremse gibt, würde ich die tatsächlich dahin packen. Wobei braucht man die? Ist auch wieder so eine andere Sache. Könnte auch das Kuppeln da drauf machen. Wäre auch praktisch. Also, mir fallen gerade wieder x Dinge ein, die man auf das leere Bremspedal legen könnte. Oder generell auf das leere dritte Pedal. Können wir mal sagen, für alle die, die vielleicht auch Alice zocken mit dem G29 Lenkrad, was habt ihr denn? Oder wie handhabt ihr das denn so teilweise? Was macht ihr mit eurem dritten Pedal? Sagen wir es mal so. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare hauen. Vielleicht ist ja eine noch bessere Idee dabei, wie ich sie jetzt gerade hatte. Also man könnte das An-Abkuppeln dahinlegen, man könnte den Tempomat dahinlegen. Was hatte ich eben noch? Ich hatte eben noch was Drittes im Kopf. Jetzt ist es mir wieder entflohen. Na gut, aber vielleicht habt ihr noch geile Ideen, tatsächlich. Ja, wie gesagt, die Handbremse, genau, die Handbremse war das Dritte. Wenn sie denn irgendwann da ist, ist halt aber dann auch die Frage, braucht man das tatsächlich? Im LS17 war sie doch teilweise sehr nützlich. Oder da hätte ich sie das ein oder andere Mal gebraucht, wenn ich sie gehabt hätte. Denn da war mit dem Getriebe-Addon hatte ich manchmal das Problem, dass die Fahrzeuge weggerollt sind, wenn ich anhalten wollte. Die sind halt auch wirklich nicht gefahren, die sind einfach wirklich weggerollt und dementsprechend hätte ich da die Handbremse manchmal benötigt. Nicht, war auch nicht immer und nicht bei jedem Fahrzeug, ging glaube ich überwiegend war das tatsächlich auch mit dem Holzernter, mit dem Ponze. So, mal gucken, kriegen wir die Bahn diesmal ganz rein? Sieht dann noch aus. Ja, oder auch nicht ganz. Doch. Kriegen wir hier noch ein paar Reste weg, die hier vor dem Feld liegen. Und dann dürfte der jetzt auch jeden. Damit ist er voll. Okay, auf geht's. Gut, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Jetzt hätten wir theoretisch, denke ich mal, noch eine Folge Gras aufsammeln. Das würde ich tatsächlich auch noch mal machen. Danach ist das durch. Weil das ist jetzt doch ja, für Offscreen ein bisschen viel vielleicht. Also ich mache da jetzt noch mal eine Folge von. Morgen machen wir also
weiter mit Gras aufnehmen und es ins Lager schaffen. Und danach wird gepflügt. Gepflügt, gepflügt, gepflügt. Ja, dann bedanke ich mich natürlich wieder ganz herzlich fürs Einschalten, Zuschauen und dabei sein. Wie gesagt, lasst was in den Kommentaren da. Was macht ihr mit eurem dritten Pedal an der Pedalerie für alle, die auch mit dem G29 zocken? Ich wünsche euch frohe Weihnachten, habt einen gemütlichen, heiligen Abend. Ja, und wenn ihr mich unterstützen wollt, wie immer, lasst mir ein Däumchen da. Würde ich mich riesig drüber freuen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.